Gesandt sein. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit betete Jesus: Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Gesandt sein. Wir leben in dieser Welt, die in vieler Hinsicht faszinierend schön ist und zugleich ungerecht, brutal, böse. Aber Jesus sendet die Seinen mitten in diese vielgestaltige Welt hinein. Er kennt sie nur zu gut, denn er wusste, sich selbst von seinem Vater in diese Welt gesandt. Wenige Stunden vor seinem Tod gibt er diesen Auftrag an alle, die zu ihm gehören wollen, weiter. Nach seiner Auferstehung schenkt er den Heiligen Geist als Impulsgeber für diese Sendung in der Welt von heute. Deshalb aber dürfen wir uns als Christinnen und Christen nicht in eine fromme Ecke zurückziehen. Unsere Sendung ist es vielmehr, unsere vielfältige Verantwortung für unsere Gesellschaft und Welt wahrzunehmen und sie mitzugestalten. Dies gilt auch im Blick auf die aktuellen ökologischen Herausforderungen. In seiner Enzyklika Laudato Si benennt Papst Franziskus folgende Themen, die das gesamte Schreiben durchzieht und ständig neu aufgegriffen und angereichert werden. Die enge Beziehung zwischen den Armen und der Anfälligkeit des Planeten. Die Überzeugung, dass in der Welt alles miteinander verbunden ist. Die Kritik am neuen Machtmodell und den Formen der Macht, die aus der Technik abgeleitet sind. Die Einladung, nach einem anderen Verständnis von Wirtschaft und Forschung zu suchen. Der Eigenwert eines jeden Geschöpfes. Der menschliche Sinn der Ökologie. Die Notwendigkeit aufrichtiger und ehrlicher Debatten. Die schwere Verantwortung der internationalen und lokalen Politik. Die Wegwerfkultur. Und der Vorschlag eines neuen Lebensstils. Es braucht nicht viel Fantasie, um mit diesen Begriffen Herausforderungen und Arbeitsaufträge zu verbinden. Nicht jeder und jede muss alles angehen oder mit Bedenken. Aber jeder und jede ist von Gott gesandt, im eigenen Lebensumfeld und Verantwortungsbereich zu tun, was ansteht. Das mag bedrängend wirken und sich wie eine schwere Last anfühlen. Aber wir dürfen doch auch wahrnehmen, wie viel Zutrauen und Ermutigung in Jesu Auftrag enthalten ist. Er vertraut uns, dass wir in seinem Sinn Gutes bewirken. Und er betet für uns, dass wir vor allem Bösen bewahrt bleiben. Habe ich schon einmal eine Ahnung davon erspürt, dass Jesus mit mir etwas vorhat? Wann und wo war das? Worin könnte heute meine Sendung bestehen?
Lasset uns beten. Gott, wir sind ein Teil dieser Welt und wir haben einen Auftrag für diese Welt. Denn Jesus Christus hat uns gesandt, dass wir durch unser Engagement seine Liebe zur Welt bezeugen. Hilf uns, dass wir an dem Ort, an den du uns gestellt hast, glaubwürdige Botschafterinnen und Botschafter dieser Liebe sein können. Amen.